Seit heute steht Hollywood ein Stück weit still. Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin, und herzlich willkommen zu einem kleinen Breakdown, zu einem kleinen Erklärvideo für alle die, die jetzt nicht so wahnsinnig in der Industrie drinnen sind und heute die Schlagzeile gesehen haben, die Schauspielergewerkschaft Hollywoods streikt, was das denn alles so bedeuten könnte. Ich werde es versuchen, euch ganz kurz und bündig ein bisschen zu erklären. Denn das, was gerade in Hollywood passiert, das ist beispielgebend. Das passiert auch nicht so oft und das bedroht im Grunde eine gesamte Branche, beziehungsweise hat auch sicher Auswirkungen. Seit heute streiken nämlich zwei ganz, ganz große und wichtige Organisationen innerhalb Hollywoods. Die eine streikt schon ein bisschen länger, das habt ihr sicher mitbekommen, aber die, die heute dazukommt, die verändert vieles. Und in diesem Video schauen wir uns ganz kurz an, wer streikt denn überhaupt, warum? Was sind die Forderungen? Warum will man die so gar nicht erfüllen? Und welche Auswirkungen könnte denn das alles haben? Schauen wir mal zuerst ein bisschen auf die Struktur Hollywoods. Wie ist denn das Ganze so organisiert? Im Grunde kann man es ganz einfach sagen, das ist eine riesige Firma. Eine riesige Firma mit Untergruppen, mit Gesellschaften. Und fast jede Branche hat Gewerkschaften. Und zwei davon befinden sich aktuell im Streik. Nämlich die WGA, die Writers Guild of America, also die Drehbuchautorinnen und Autoren, seit Anfang Mai, und seit heute die SAG, also die Screen Actors Guild, die Schauspieler- und Schauspielerinnen-Gewerkschaft Hollywoods. Gestreikt wird gegen die AMTPT, die sogenannte Alliance of Motion Picture and Television Producers, also ganz vereinfacht, Schauspieler und Autoren streiken gegen die Produzenten, und das passiert zum ersten Mal seit 60 Jahren gemeinsam. Die einzelnen Branchen haben schon immer wieder mal gestreikt, gerade die WGA ist da immer relativ, die machen das relativ gern. Der letzte ist gar nicht so lange her, wir erinnern uns. Aber das erste Mal, dass diese beiden Gruppen seit 60 Jahren gemeinsam auf die Barrikaden steigern. Und das ist bemerkenswert, das müssen wir uns genauer anschauen. Erster Teil. Worum geht's denn eigentlich? Was sind denn die zentralen Streikforderungen? Und das müssen wir ein bisschen trennen. Wir starten mit der WGA, mit der Writers Guild of America. Dieser Streik läuft schon, wie gesagt, etwas länger. Deswegen ganz kurz, worum geht's denn der WGA? Da gibt's im Grunde ein paar ganz große Streikforderungen. Nummer 1, man möchte Residuals für Streaming basierend auf Zuschauerzahlen erhalten. Was sind denn Residuals? Naja, Residuals, ganz einfach erklärt, sind im Grunde Wiederverwertungsgebühren. Das heißt, wenn ein Film gemacht wird, dann möchten die jetzt sogenannte wiederholte Zahlungen haben für Wiederverwertungen. Das heißt, wenn der Film auf einer Streaming-Plattform bereitgestellt wird oder dieser Film in einer DVD-Box wiederverwertet wird oder für TV-Lizenzen etc. etc., dann möchten die gerne eine anteilige Gewinnbeteiligung haben, eine sogenannte Wiederverwertungsgebühr. Das geht zurück bereits auf den letzten Streik, wo beide Parteien involviert waren, damals noch zu Reagans Zeiten. Die zweite große Streikforderung, die die WGA so mitbringt, geht es um den Einsatz von KI und AI im Fall eines Filmes. Das heißt, man möchte sich da ein bisschen absichern, dass man in Zukunft künstliche Intelligenzen nicht dafür einsetzt, originäre Drehbücher zu verfassen. Das soll nur zum Einsatz kommen für irgendwelche Korrekturen, aber nicht für die Kreation originärer Werke. Ganz einfach gesagt. Ja? Und die dritte ganz, ganz große Forderung, und das ist die, über die eigentlich am wenigsten gesprochen wird außerhalb der Industrie, da geht es um die sogenannten Writers' Rooms. Was sind denn Writers' Rooms, werdet ihr jetzt fragen. Da geht es darum, bevor ein Produkt geschrieben wird und wirklich kreiert wird, da gibt es sogenannte Brainstorming-Meetings, basierend aus einem Team von zwischen 6 und 10 Writers, also Autoren, die sich da so zusammensetzen und Story-Outlines konzipieren. Und diese Writers' Rooms wollen die jetzt ein bisschen öffnen, das heißt auch innerhalb dieser Writers' Rooms eine ordentliche Bezahlung sicherstellen für die, die dort arbeiten. Und die Vertragslaufzeiten dementsprechend auch anpassen, dass die ein bisschen länger sind. Und innerhalb dieser Writers Rooms soll es dann auch Möglichkeiten zum Aufstieg geben. Denn was viele da nicht wissen, ist, dass in diesen Writers Rooms der absolute Minimallohn bezahlt wird. Von denen kannst du nicht leben, von diesen Writers Rooms. Es ist jetzt ein
aktuell so, dass die da zusammengesetzt werden, einen Pitch entwickeln, eine grobe Story-Outline und dann weg. Und die richtigen Stories werden dann von jemandem geschrieben, der dann wirklich auch dafür angestellt und bezahlt wird. Die Writers' Rooms, das sind so, das läuft so nebenbei. Und das möchte man ein wenig ändern oder ganz signifikant ändern. Das ist nämlich tatsächlich eine der richtig großen Forderungen. Dann schauen wir weiter zu den Screen Actors, also zu der Schauspielergewerkschaft. Das ist das, was seit heute aktuell ist. Was wollen denn die eigentlich? Und warum hängen die sich denn da an? Ja, ganz einfach, weil zwei dieser Punkte sich da tatsächlich überschneiden mit der WGA. Zumindest im großen Bild. Das erste sind die Residuals für Streaming basierend auf Zuschauerzahlen. Auch die Screen Actors Guild möchte das in die neuen Verträge mit übernehmen. Das heißt, für Zweitverwertungen oder Weiterverwertungen soll Geld fließen. Dann geht es auch hier um den Einsatz von AI. Ganz wichtig ist dieser Gewerkschaft der Punkt, dass man künstliche Intelligenzen nicht nutzt, um von vorhandenem Material um Neues zu erstellen, ganz einfach, man möchte dem zuvorkommen, dass irgendwann Schauspieler und Schauspielerinnen obsolet werden, weil man eh aus vorherigen Filmen digitale Daten hat und die könnte man dann noch reproduzieren, damit der Schauspieler dort nicht mehr am Set stehen muss. Ganz einfach gesagt. Und die dritte Forderung, und das ist auch wieder eine ganz interessante, immer die dritten Forderungen, über die man gar nicht so spricht, da geht es um die Regelungen für Self-Tapes. Self-Tapes? Ja, wie läuft denn eigentlich so eine Audition in Hollywood, gell? Da geht es jetzt auch darum und, Entschuldigung, und ja, die Auditions hat man jetzt so ein bisschen umgestellt in den letzten Jahren. Jetzt läuft das Ganze so, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sogenannte Self-Tapes einschicken, wo sie quasi, ja, den ganzen Casting-Prozess selber organisieren und da quasi nur mehr die Casting-Tapes abschicken. Das möchten sie jetzt nicht mehr machen, beziehungsweise das kann man durchaus so lassen, aber soll bezahlt werden. Ganz einfach deswegen, weil aus diesem Audition-Prozess die Producer jetzt finanziell raus sind. Das möchte man ändern. So, und jetzt geht es darum, warum wird das eigentlich nicht erfüllt? Denn es klingt ja alles eigentlich ganz vernünftig. Ja, da hat natürlich die AMTPT was dagegen. Die Producer haben was dagegen. Warum denn eigentlich? Das größte Problem der Producer sind aktuell die Residuals. Die Residuals, und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass man irgendwie geldmäßig Probleme hätte. Nein, da steht etwas dahinter, das man eigentlich gar nicht so bedenkt. Denn damit Residuals ausbezahlt werden könnten, basierend auf Zuschauerzahlen, müssten eben genau diese Zuschauerzahlen publik gemacht werden. Das heißt auf gut Deutsch, Netflix müsste hergehen und für jedes einzelne Produkt auf ihrer Streaming-Plattform total transparent angeben, dieser Film wurde so und so viel und so oft aufgerufen und so viele Stunden konsumiert. Das heißt, die werden sofort am Präsentierteller und müssten quasi in Echtzeit Rückmeldung geben zum Erfolg gewisser Dinge, die auf der jeweiligen Streaming-Plattform bereitgestellt werden. Und das ist natürlich nicht so ganz unheikel, denn wir wissen ja, wie sowas funktioniert. Ja, nicht so fein, wenn man dann als Producer hört eigentlich das, was du so machst, das funktioniert eigentlich gar nicht so. Gell? So, ich versuche das Video jetzt absichtlich ein bisschen die Polemik in die unterste Schublade zu schieben, weil es soll ja ein bisschen um Infotainment gehen jetzt tatsächlich. Gell? Aber ich sage nur so viel, mir fallen da ein paar so Produktionsfirmen ein, die genau damit sicher ein großes Problem hätten. Wenn man da jetzt wirklich mal mit dem Brennglas draufschaut und sagt, funktioniert das, was ihr so seit einigen Jahren macht, so eigentlich wirklich oder ist das eigentlich alles großer Blödsinn? Und das kommt gar nicht bei den Leuten an, was ihr so groß propagiert. Also, das ist das größte Problem und auch mit der AI-Geschichte hat man ein bisschen ein Problem, wenn es um die Forderungen geht, der WGA und der SAG. Nämlich, man möchte AI-Einsatz einmal nicht generell ausschließen. Man möchte da tatsächlich sich die Türen ein bisschen offen halten, weil wer weiß, was da so kommt. Man möchte da im Einzelfall nachverhandeln. Und laut Insidern, das finde ich sehr interessant, ist tatsächlich Netflix der größte Treiber hinter dieser Strategie der AMTPT. Die haben aktuell das größte Problem mit den Forderungen der zwei Gewerkschaften. Natürlich ist jetzt auch ganz wichtig, dass man darauf schaut, welche Auswirkungen
könnte, dann könnte. Denn das alles haben, denn man möchte ja nicht von Haus aus ein bisschen schwarz malen, aber wenn man sich so anschaut, die Geschichte von Streiks in Hollywood, vor allem dieser Dimension, das klingt nicht so wirklich gut. Aber wir halten das mal so vage wie nur irgendwie möglich. Welche Auswirkungen könnte denn das haben? Der WGA-Streik läuft schon einige Zeit. Da haben wir schon gesehen, welche Auswirkungen das hat. Vor allem für Late-Night-TV hat das auch riesige Auswirkungen gehabt. Der SAG-Streik allerdings ist eine neue Dimension, denn der SAG-Streik ist laut Statuten für alle, die Mitglied in dieser Schauspieler- und Schauspielerinnen-Gewerkschaft sind, bindend. Die müssen da mitmachen. Das heißt, ab sofort gibt es keine Arbeit am Set mehr, keine Promotion für aktuelle und kommende Filme seitens der Schauspieler und Schauspielerinnen. Das ist relativ wild, denn diese gesamte Geschichte kommt eigentlich zur absoluten Unzeit, wenn man es so haben möchte. Und mich wundert das, dass man da seitens der Produzenten das so billigend in Kauf nimmt. Warum zur Unzeit? Naja, große Filme floppen mehrheitlich, aktuell mehrheitlich, ich sage es ganz bewusst so. Auswirkungen der Pandemie, nach wie vor spürbar. Inflation, grassierend, wir sehen es an den Kinozahlen. Kreative Nullnummern seitens der Ausführenden, man macht gefühlt ständig das Gleiche. Übersättigung des Markts komplett. Braucht man nur mal auf gewisse Streaming-Plattformen schauen, in welcher Frequenz was genau rauskommt. Falsche Strategien hinsichtlich Streaming, noch immer spürbar. Stichwort Kinofenster. Politik, Agendas, ganz, ganz wilde Geschichten, die da aktuell passieren in Hollywood. Und dementsprechend tut natürlich so ein Streik zu der jetzigen Zeit wahnsinnig, wahnsinnig weh. Denn dieser Streik könnte zu wahnsinnig vielen Verschiebungen führen. Ich habe schon gesagt, Promotion passiert nicht. Da geht es jetzt vor allem um Filme, die bereits fertig sind, die bereits Trailer heraus haben, die auf kurz oder lang in unseren Kinos erscheinen sollten. Von welchen Filmen sprechen wir denn da? Naja, Dune 2 beispielsweise. Oder Wonka, Blue Beetle, Aquaman 2. Das sind alles Filme, die in Kürze oder im nächsten halben Jahr so in die Kinos beehren sollten. Und ohne Promotion, das wird eher schwer werden. Dementsprechend rechne ich da tatsächlich, wenn man sich da nicht ganz, ganz schnell einigt, mit großflächigen Verschiebungen. Und gerade mir als Dune-Fan täte das wahnsinnig, wahnsinnig weh. Auch Filme, die gerade gedreht werden, sind natürlich groß beeinflusst von diesem Streik. Wir erinnern uns, keine Arbeit am Set. Welche Filme werden denn gerade gedreht? Naja, beispielsweise der zweite Teil des Abschluss von Mission Impossible. Dead Reckoning Teil 2, gerade gedreht. Gladiator Teil 2 und so weiter. Also, welche Auswirkungen hat das? Wahnsinnige, sieht man. Dann, wie wird das wahrgenommen? Naja, man wird sich auf kurz oder lang dann, wenn man da nicht schnell eher Lösungen findet, ein bisschen mehr auf europäische, schrägstrich britische Produktionen fokussieren können. Denn falls jetzt da irgendwer glaubt, naja, dann ist das vielleicht eine große Chance auch für das Kino aus, weiß ich nicht, Fernost, Korea und so weiter, dann muss ich euch ein bisschen enttäuschen. Denn wir erinnern uns ja an den Erfolg von Squid Game auf Netflix, gell? Der Writer, der Squid Game entwickelt hat, ist pleite, denn der ganze Gewinn von der Serie, das war immerhin fast 900 Millionen Dollar, den hat Netflix eingesteckt. Der selber hat nichts davon gesehen. Deswegen ist auch da im Grunde der Unmut relativ groß. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass das super funktioniert, denn es geht ja auch darum, wo wird denn was bereitgestellt. Ja? Und eine große Geschichte, und ich weiß, das ist für den großen Teil der Filmfans nicht das große, der große Aufhänger, aber es gehört gesagt, Awardshows. Ja? Gerade gestern kamen doch die Emmy-Nominierungen raus, eine Awardshow, die bald passieren sollte. Diese Awardshows schaue ich mir dann auch an, wenn keine Celebrities dort sein dürfen. Ja? Da können wir dann schon einmal damit rechnen, dass diese Awardshows verschoben werden. Wenn nicht sogar abgesagt. Mal schauen, wie lange das dauert. Ja, denn wenn der so lange dauert wie das letzte Mal, 6 Monate, dann würde ich auch nicht mehr ausschließen, dass man nicht die Oscars wieder verschiebt. Also schauen wir mal, was da alles so passiert. Das ist im Grunde ein großer Rattenschwanz, der da so nachgezogen wird. Und dementsprechend dürfen wir wirklich gespannt sein, wie das eigentlich alles endet. Und das ist tatsächlich die Gretchenfrage. Wie endet denn der Strike? Die Festivalsaison startet am 30. August. Und meine Prognose, man wird alles tun,
damit man bis dorthin eine Lösung hat. Denn dort starten die Filmfestspiele von Venedig und sämtliche Filme, die dort starten sollen, werden dort nicht starten, wenn nicht der Cast und die Crew des Films dort ist, um den anständig zu promoten. Wenn das bis dorthin nicht passiert, da reden wir über ganz, ganz viele Filme und ganz viele Studios, die ein richtig großes Problem haben werden. Aber man muss natürlich auch weiterdenken. Was hat denn der Strike und die Implications eigentlich für eine Auswirkungen? Und da kann man nur mutmaßen aktuell. Meine Vermutung, man wird auf kurz oder lang müssen zur traditionellen Kinoauswertung zurückkehren. Das heißt, ein längeres Kinofenster bereitstellen. Aktuell macht es ja Disney vor allem, dass man nur so und so viele Tage hat, bis der Film auf der hauseigenen Streaming-Plattform erscheint. Ich glaube, das wird sich nach dem Strike relativ schnell erledigen. Stichwort Residuals. Und leider Gottes, und das ist halt so, ja, Business ist vieles nur nicht immer so sozial, gell? Ich bin mir sehr sicher, dass man die finanziellen Geschichten, die da auf Studios zukommen, relativ schnell abwälzen wird, und zwar auf die Leute, die für die Studios arbeiten. Ich rechne mit riesigen Layoffs in Studios. Ich rechne auch damit, dass man in vielen Studios kreativ noch viel mehr auf Nummer sicher gehen wird und dass man gewisse Produktionen in Zukunft genauer unter die Lupe nehmen wird. Denn wir brauchen ja nur auf Produktionsvolumen schauen in den letzten Jahren. Was da so passiert, ich denke, der Strike kommt zu einer ganz, ganz spannenden Zeit. Denn es gibt Studios, die aktuell sehr unter der Lupe stehen, die aktuell sehr in der Kritik stehen für die Art und Weise, wie dort Filme produziert werden, Disney, und dementsprechend wird man sich auf kurz oder lang sehr, sehr genau anschauen müssen, wie das so weitergehen soll. Denn am Ende entscheidet das Publikum, was funktioniert und was nicht. Und dementsprechend finde ich das wahnsinnig spannend, was da aktuell gerade passiert. Als Kinofan kann mir das nicht gefallen, was gerade da so in Hollywood läuft. Aber natürlich schaut man da interessiert drauf hin. Lasst uns gerne eure Meinung wissen. Und das war nur ein kleiner Überblick. Ich habe schon mit dem Sevi ausgemacht, tatsächlich, wir werden uns in Kürze mal zusammensetzen und einen Deep Dive machen. Was hat denn das für eine Auswirkungen und worüber sprechen wir denn eigentlich genau? Bis dorthin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Filme schauen und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.